Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von Die Sachsenkiller. Ja, wir haben uns mal wieder gedacht, es ist mal wieder an der Zeit, mal ein paar Steaks einzulegen. Wer ihn kennt, weiß, in was wir die einlegen, und zwar in Bier-Honig. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es noch ein paar Bier-Zwiebeln dazu. Jetzt wünschen wir euch erst einmal viel Spaß beim Zuschauen. Für unsere Schweinenackensteaks in einer Biermarinade benötigen wir die folgenden Zutaten. Und zwar hinten habe ich schon ein paar Scheibchen vom Schweinenacken runtergeschnitten, so circa 1 Zentimeter, 1,5 Zentimeter stark. Dann brauchen wir ein gutes Bier dazu. Haben wir uns für Altenburger Pilsner entschieden. Dann Knoblauch, Zwiebeln, dann hinten haben wir Paprika, Senf, Öl, Oregano, Salz und Pfeffer. Knoblauch, Zwiebeln schneiden wir uns erstmal klein. Und weil wir ja natürlich auch da ein paar Bierzwiebeln noch mit dazu machen wollen, seht aber die Zutaten dann später. Wir kümmern uns erstmal jetzt um das Fleisch. Ja, wie gesagt, Knoblauch und Zwiebeln habe ich klein geschnitten. Jetzt kommt Salz, Pfeffer, das Öl, der Senf, der nicht rauskommen will. Aber er muss. Oregano, Paprika und dann kommt noch ein Schlückchen Bier mit dran. Jetzt werden wir erstmal die Sache ordentlich vermengen hier. Und es sollte ja, glaube ich, eine Biermarinade werden, deswegen huch, nicht mein Löffel, sondern kommt noch ein kleines Schlückchen Bier mit dran. So schaut das gut aus. Nochmal kurz durchmengen. Schau mal kurz die Finger. Sehr gut. Aber halt, stopp. Stopp. Eine Zutat habe ich euch unterschlagen vor uns beim Ansagen von den ganzen Zutaten. Und zwar ist das Honig kommt doch noch mit rein. Ach, wie konnte das wieder bloß passieren? So, jetzt kommt der Honig noch mit rein und den rühren wir jetzt auch noch mit unter. So. Genau, deswegen immer einen Finger reinhalten, dann schmeckt man auch, dass man irgendwas vergessen hat, ne? Jawohl. Und jetzt ist unsere Marinade schon fertig und jetzt kommen eigentlich nur noch unsere Steaks mit hinzu. Mal rumdrehen. Nächstes. Und das nächste. Und dann massieren wir das alles noch ein bisschen ein hier. Und wie das sich Und wie das nun mal ist bei so einer Marinade, kommt die jetzt erstmal über Nacht in den Kühlschrank. Ja, und wie ich es euch vorhin schon gesagt habe, jetzt kommen die Zutaten für unsere Bierzwiebeln. Was brauchen wir dazu? Zwiebeln und Bier. Und natürlich ein paar Gewürze noch. Und zwar hinten habe ich hier ein kleines bisschen Öl, geräucherten Paprika, Salz. Dann habe ich hier getrockneten Thymian und dann habe ich hier noch Ahornsirup. Anfangen werden wir mit unserer Zwiebel und unsere Zwiebel werden wir diesmal in Ringe schneiden. Ja, ca. 5 mm stark, das langt schon vollkommen zu. Wenn wir unsere Zwiebeln dann in Ringe geschnitten haben, geht es los und zwar mit unserem Bier. Dann kommt unsere ganzen anderen Sachen mit hinzu. So. Öl noch. Und jetzt einfach erst einmal vermengen. Das riecht schon lecker ohne Ende. Und wenn dies dann geschehen ist, einfach unsere
Zwiebeln noch die Ringe rausdrücken. Und dann lassen die mal so, oh ja, ein, zwei Stündchen hier drinne baden. Beziehungsweise die Marinade nehmen wir dann ja auch gleich noch mit zum Köcheln. Das kommt ja dann einfach bloß noch in eine Pfanne rein. So, wie gesagt, ich mache das fertig und dann sehen wir uns schon am Grill wieder. Die Marinierzeit von unseren Zwiebeln ist vorbei. Wir haben sie auf der Sisselzone von unserem schönen Napoleon-Grill in einer wunderschönen zu großen Pfanne platziert. Jetzt werden wir da mal hier volle Pulle geben und die Flüssigkeit einreduzieren. Und hier drüben haben wir unsere Napoleon schon vorgeheizt und hier kommen jetzt gleich unsere Steaks drauf. Der Garraum ist jetzt auch richtig heiß und jetzt kommen unsere Steaks hier drauf. Und ich glaube, das ist hier kein Hexenwerk. Weiß, glaube ich, jeder, wie so ein Steak funktioniert. Da müssen wir nicht viel erzählen. Tja, unser Motto ist ja nichts verschwenden, wiederverwenden. Und da ist uns gerade eingefallen, den Rest von unserer Marinade einfach mit rein in unsere Pfanne. Kann nie schaden, ist ja gutes Bier mit dran. Und jetzt lassen wir das einreduzieren. So, ratzifatzi ging das hier auf unserer Sisselzone. Unsere Flüssigkeit ist schön einreduziert. Wir holen die Zwiebeln jetzt runter und in unserem Garraum sieht es natürlich genauso gut aus. Die Steaks sind fertig, die habe ich mal ohne euch gewendet, das habe ich so hinbekommen. Und jetzt kommen die runter und ab zum Verkosten. Auch zu späterer Stunde gibt es was Leckeres für den Munde. Die Steaks und Zwiebeln sind fertig. Pasch. Also die Zwiebeln, absolut top. Das weiß ich natürlich auch. Die Marinade von dem Steak ist, naja, ich kann sie beschreiben. Es ist feinwürzig, süß. Dazu passt am besten ein wunderbares Helles. Ich höre den beiden mal zu hier beim Reden, weil ich habe zu tun mit Essen. Ja, ich würde sagen, leichte, malzige Note. Nee, also, wir stoßen erstmal an. Was? Ja, wie gesagt, zu späterer Stunde. Ja, bevor uns die Kamera runterfällt. Ganz hervorragend. Würde ich sagen, dieses Rezept ist definitiv zum Nachmachen empfohlen. Und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt uns das mit einem Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal. Guckt auch mal, wir werden das unten mit verlinken. Haben wir, glaube ich, bei den anderen Videos vergessen. Also macht das jetzt. Guckt einfach mal bei den Altenburgern vorbei. Das steht sowieso bei uns unter dem Video. Einfach auf den Link drauf. Schaut mal, was die für leckere Sachen dort haben. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt erst einmal und sehen uns beim nächsten Video wieder. In welcher Konstellation, weiß ich noch nicht, aber ihr werdet sehen. Bis dahin, der André, der David und der Marco. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.